Das Spiel VfL Potsdam gegen die Mecklenburger Stiere wird Ihnen präsentiert von ISP. Also spektakulärer konnte der Saisonabschluss nun wirklich nicht laufen. Ein neuer Torrekord in der dritten Liga. Was will man mehr? Naja, ein Sieg des ersten VfL Potsdam wäre ganz schön gewesen, doch es sollte nicht sein. Am Ende die Mecklenburger Stiere einfach stärker. 35-40, jede Menge Tore sind gefallen. Im Umkehrschluss ist das für die Trainer dann meistens nicht so attraktiv, weil vieles nicht geklappt hat, was man sich vorher vorgenommen hat, gerade in der Abwehr. Seitens sehr vielen Toren. Da ist man mit Toren natürlich nicht so gut gelaunt auf dem Spiel, weil man merkt, ja, man hat deutlich zu viele Tore hinten gekriegt. Eigentlich hatte alles gepasst. Ein hochmotiviertes Team und eine kochende MBS-Arena mit einem Sieg hätte der erste VfL Potsdam zudem sein Ziel erreicht und die Saison in Top 5 abgeschlossen. Nach den ersten zweieinhalb torlosen Minuten, in denen sich beide Teams erst einmal herantasteten, gab es dann ein regelrechtes Torfeuerwerk zu bestaunen. Kein Wunder, denn es standen sich mit dem Schweriner Marc Matthias Pedersen und dem Potsdamer Jannik Münchberger die beiden besten Scorer der Liga auf der Platte gegenüber. In der 27. Spielminute beflügelten Philipp Joachimsen und Robin Huns ihr Team einem spektakulären Tor zur 18:17 Führung. Dem VfL gelang es dann, im Anschluss mit zwei Treffern Vorsprung in die Pause zu gehen. Ja, die Stimmung war von Anfang an heute super. Wir haben die Fans mit eingepeitscht, wir haben gut gespielt in der ersten Halbzeit, haben dann mit zwei Toren geführt. Die Halle war da, die Stimmung hat gekocht, würde ich sagen, in der Halle. In der zweiten Halbzeit konnten die Mecklenburger die dünne Zwei-Tore-Führung dann aber schnell wieder aufholen. Von hier an waren beide Teams dann etwas vorsichtiger, blieben sich aber nach wie vor eng auf den Fersen. Erst nach knapp 50 Minuten gelang es den Mecklenburgern, sich nach einem Spielstand von 30:31 abzusetzen. Bis zur 57. Minute starteten sie eine Schlussoffensive und bauten die Führung auf 33:38 aus. Am Ende hieß es 35:40 für die Gäste aus Spiel. Mit 75 Gesamttreffern wurde hier dann sogar ein neuer diesjähriger Ligarekord aufgestellt. Trotz der bitteren Niederlage schauen die Potsdamer nun aber positiv in die neue Saison. Wir sind diesmal ganz gut gestartet in die Saison, haben uns die Ziele relativ hoch gesetzt. Und ich glaube, dass man einen Entwicklungsschritt gesehen hat in vielen Teilen der Mannschaft. Auf jeden Fall, nächstes Jahr wollen wir wieder voll angreifen, das ist ganz klar. Und Schwerin natürlich, wenn man hier so eine Niederlage kassiert, auch nächstes Jahr wieder ärgern. Nach dem Spiel gab es für die Potsdamer noch zwei schmerzliche Abschiede. Rolando Urios und Phil Lukas Winter werden den Verein nach der Saison verlassen. Für Rolando Urios geht es nach der einjährigen Leihe zurück zu den Füchsen Berlin und Phil Lukas Winter zieht es nach 6,5 Jahren zum Oberligisten Ludwigsfelder HC. Hi, liebe VfL-Gemeinde, vielen Dank für 6,5 Jahre VfL Potsdam. Schade, dass wir euch keine 2 Punkte schenken konnten. Ich hoffe, man sieht sich nochmal wieder und für euch weiterhin viel Erfolg. Danke. Freuen können sich die Potsdamer über einen Zweitliga-Neuzugang. Norman Flödel vom HCL Florenz Dresden wird ab der kommenden Saison im Adlertrikot auflaufen. Wir bekommen 9 Kreisläufer aus der zweiten Liga von Elb Florenz. Da freuen wir uns schon extrem drauf und dann starten wir wieder in die nächste Saison. Wir wünschen nun erstmal eine erholsame Pause und dann viel Glück, wenn es in der nächsten Saison mit neuem Team, Sponsoren wie der AOK Nord-Ost und großartigem Publikum in die nächste Runde. Das Spiel VfL Potsdam gegen die Mecklenburger Stiere wurde Ihnen präsentiert von ISP. Und auch du kannst Mitglied im ISP-Team werden.